Hallo! Ein neues Video von mir, und zwar war ich eben bei der Post und habe Yankee Candle abgeholt. Ja, ich habe dort bestellt, weil meine Tarts halt wieder leer gegangen sind und ich wieder neue brauchte. Ja, ich schaue halt öfter mal die Videos von Basti Wohnprinz an und ich liebe halt deine Yankee Candle Dufttipps, Beschreibungen und Videos, weil es ist einfach zu köstlich. Er kriegt bei jeder Duftbeschreibung einen multiplen Orgasmus, wo man einfach denkt, leck mich am Arsch, den Duft musst du einfach haben, weil Basti da wirklich voller Überzeugung und voller Hingabe und Leidenschaft diesen Duft beschreibt. Und man darf halt nicht, während man seinen zarten Stimmchen irgendwie lauscht, nebenbei die Yankee Candle Seite aufhaben, weil das ist dann halt fatal. Ja, das habe ich halt gemacht und dann sagte er dann halt, der Duft und ich klickte dann und ja. Ich weiß gar nicht, welche ich jetzt alle bestellt habe. Die sind aber überwiegend alle aufgrund dessen, dass Basti die halt da vorgestellt und vorgeschwärmt hat. Und ja, wir machen jetzt halt mal den Karton auf. Ich hoffe mal, dass ich hier meine Finger dran behalte, weil die Woche ist so ein bisschen nicht gerade meine Glückswoche. Gestern habe ich bald unsere Küche in Brand gesteckt. Da gingen dann hier die ganzen Feuermelder los und ich stand hier, was nun? Nicht, dass hier gleich die Feuerwehr an mir rauskommt, aber es sind glaube ich nur so Feuermelder, die als Warnung für uns sind oder so. Keine Ahnung. War abends um 9:30. Ja. So. Karton ist auf und ich bestelle halt immer Tarts, weil ich finde Tarts kann man besser halt mal durchprobieren. So eine große Kerze ist erstmal richtig schweineteuer. Also ich habe, glaube ich, eine Kerze mal gekauft und so ein Tart hält bei mir, also ich breche das halt immer in 4 Teile und dann, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt hält. Und hier, bin ja halb ausgezogen. Ja, wie gesagt, so ein Tart kostet 1 Euro und da kann man dann schon mal so ein bisschen testen und gucken, was einem gefällt. Und wenn einem ein Duft total super gefällt, dann kann man das ja noch irgendwann als Kerze kaufen. Aber ich fahre halt mit den Tarts ganz gut. Und ja, oh, irgendwas riecht ja aber jetzt komisch. Also das wären jetzt halt so meine Tarts. Und dann fangen wir mal an mit dem ersten. Das ist Honey and Spice. Riecht nach Honig und halt auch würzig. Wäre das hier. Ja, weiß nicht, aber den hatte Basti, glaube ich, gar nicht vorgestellt. Ich werde euch sowieso mal das Video verlinken, aus das, also wo hier die Bestellung halt resultiert. Ist jetzt nicht so mein Fall. Da muss ich mal gucken, wie das riecht, wenn die an ist. Dann habe ich die Geräusche, jetzt ist halt King Knaut an seinem Knochen. French Lavender, weil ich mag halt alles gerne, was mit Lavendel zu tun hat. Aber entweder riecht das jetzt alles gleich, weil die da nebeneinander liegen, oder der riecht so komisch. Ja. Das ist jetzt auch nicht so jetzt mein Fall. Aber wie gesagt, ein Tag kostet 1 Euro und ich weiß gar nicht. Dann habe ich mir bestellt Black Coconut. Der riecht toll. Ja, ist halt Kokosnuss, so ein bisschen herber. Doch, den mag ich gerne. Also der gefällt mir. Dann Snow in Love. Weiß nicht, ob das jetzt Schnee in Liebe oder Liebe Schnee, keine Ahnung. Riech mal. Nee, ne? Na, das ist halt Snow in Love.
Nee, das ist jetzt auch nicht so meins. Dann auf Empfehlung über Twitter. Mary Marshmallow. Ich habe das Gefühl, die riechen irgendwie alle gleich. Weil die hier jetzt im Karton lagen. Schade. Dann, genau, den hat auch Basti empfohlen. Vanilla Chai. Oh ja, der riecht echt sehr würzig. So Chai-mäßig. Da bin ich auch mal gespannt. Aber das ist so der intensivste, der von denen so raussticht. Ja, da bin ich mal gespannt. Dann kommt der Duft, den Basti empfohlen hat. Davon habe ich gleich zwei bestellt. Ich habe noch nicht dran gerochen. Und wenn das jetzt nicht gut riecht, Basti. Und zwar ist das, ich habe noch nicht dran gerochen, Lake Sunset. Oh ja. Oh, der riecht gut. Den mache ich gleich mal an. Der riecht an irgendeinem Parfüm oder Waschmittel, irgendwie sowas in die Mischung. Oh ja, der riecht gut. Aber kann ich nicht beschreiben. Der wird gleich angemacht. Und davon habe ich gleich zwei bestellt, weil ich Basti da mal einfach vertraut habe. Und dann noch ein, wo auch Basti sagte, der ist ganz toll. Und auf Twitter habe ich es auch schon gelesen. Ist der Salt Caramel. Der riecht jetzt wie das Lake Sunset, weil das da dran lag. Schade. Also ich kriege da jetzt auch nichts. Ja, das ist echt doof irgendwie, weil die hier so aneinander liegen, dass man die Düfte nicht wirklich unterscheiden kann. Ja, das wäre jetzt so meine Tatbestellung. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt einzeln dann riechen, wenn ich sie abbrenne. Und jetzt als erstes kommt bei mir das Lake Sunset dran. Da bin ich sehr gespannt. Ja, das war jetzt mein Unboxing von Yankee Candle. Ich habe mir die alle selber gekauft, ich werde da nicht gesponsert. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal und habt einen schönen Tag.